Überrascht mich. Die Mongolen haben die Pfade zu den anderen Schreinen zerstört. Halt, Ronin! Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte, kommt mit mir.
Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. Fürst Sakai, das ist Fürstin Sanjo. Willkommen in der Umugi-Bucht. Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hier zückt niemand eine Waffe, außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Und jetzt? Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Interessant. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Danke. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir könnten einander helfen. Ihr seid wohl Goro. Jeder muss irgendwer sein. Wer seid ihr denn? Fürst Sakai. Ach, die Samurai sind alle tot. Ich bin quicklebendig. Meine Geduld nicht mehr lange. Fürst Shimura verlangt, dass ihr eure Schuld begleicht. Lebt er noch? Und was will er? Dass ihr eine Nachricht zum Festland bringt. Ah, das war schon früher sehr teuer. Selbst vor der Mongolenblockade. Ihr schuldet meinem Meister etwas. So begleicht ihr es. Dann bleibt mir keine Wahl. Nach Komoda dachte ich, meine Schuld gegenüber Fürst Shimura wäre getilgt. Darum habe ich getrunken. Um euer Entkommen zu feiern? Um die Samurai zu betrauern. Diese Krieger starben beim Schutz von meinesgleichen. Wenn ihr so empfindet, schöpft Mut. Helft uns, sie zu rächen. Wir brauchen viel mehr Samurai dafür. Die bekommen wir, wenn ihr Shimuras Botschaft überbringt. Hier wohne ich. Kommt rein. An der Mongolenblockade kommen wir nicht leicht vorbei. Habt ihr Fürst Shimuras Botschaft? Er hat sie. In seinem Lager an der Küste von Akashima. Ah, das trifft sich gut. Eins meiner Boote liegt bei Fort Mitodake versteckt. Die Karte zeigt euch, wo ich auf dem Waldweg warten werde. Macht auf, Goro! Wir gehen erst, wenn ihr eure Schuld beglichen habt. Mist! Ich nehme sie mir vor. Bewegung. Und ich halte mich da raus. Ich habe keine Ronin gerufen. Mein Herr, was habt ihr mit Goro zu schaffen? Meine Sache. Wir kommen wieder. Hat jemand meine Tochter gesehen? Bitte. Hat jemand Kuma gesehen? Kuma, wo bist du? Mein Herr, bitte, helft mir! Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter war wie ihr. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo saht ihr sie zuletzt? Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann. Bestimmt erinnert man sich dort an sie.
Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Eines Samurai würdig. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ihr habt meinen Dank. Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner. Ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Narr. Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Ich muss sie finden. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Hey, Krieger, hier drüben. Ich weiß, nach wem ihr sucht. Ihr kennt Kuma? Ja, doch hier können wir nicht reden. Kommt mit. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Hier können wir ungestört sprechen. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir, die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße.
will kämpfen! Schild und Wächter in die Rund! Heutzutage kann man keinem trauen. Ein unschuldiges Mädchen, das für Banditen arbeitet, hat alles geklaut. Sie sah aus wie ein hilfloses Mädchen. Ich sah die Männer erst, als es schon zu spät war. Das Numanaka Gasthaus. Hier solltest du mal sein. Aufpassen!
Es war bestimmt er. Bitte, Sie haben mich dazu gezwungen, ich wollte niemandem schaden. Wer ist da? Er ist da. Wozu gezwungen? Leute auszurauben. Ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen, andere. Es ist vorbei. Ich bringe euch heim. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das muss ich beenden. Ich habe gern geholfen. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin spracht. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Das ist nichts im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Thank you.
vorsichtig, mein Herr. Alt-Yarikawa ist ein gefährlicher Ort. Was ist hier passiert? Wir gingen die Straße entlang und hörten Schreie. Als wir hier ankamen, war es schon zu spät. Sie haben sich gegenseitig getötet. Nein. Es war das Phantom von Yarikawas Rache. Ein Phantom? Ihr kennt nur einen Teil der Geschichte. Nicht alles. Vor langer Zeit waren die Samurai des Yarikawa-Clans die geschicktesten Schwertkämpfer unserer Insel. In jeder Generation wurde einem Fürsten das Familiengeheimnis anvertraut. Eine tödliche Technik namens Tanz des Zorns, die Abwehr jedes Feindes durchdringen konnte. Zum größten Meister des Tanzes des Zorns wurde Fürst Tokiyasa Yarikawa. Sein Volk liebte ihn, doch er missgönnte dem Shimura-Clan seine Macht. In seiner Gier nach Kontrolle begann er eine blutige Rebellion, die zahllose Leben forderte. Fürst Shimuras Vater und Brüder fielen Yarikawas Tanz des Zorns-Technik zum Opfer. Doch mit Hilfe des Sakai-Clans schlug Shimura die Rebellion nieder und richtete Fürst Yarikawa hin. Bevor er starb, schwor der Verräter, sein unterworfenes Volk vom Grabe aus zu rächen. Heute bringt sein Volk seiner Seele in den Schreinen der Ruinen Alt-Yarikawas Opfergaben dar. Es erfleht den Tod seiner Feinde. Und der Geist von Yarikawas Rache antwortet ihnen mit dem Tanz des Zorns. Ihr glaubt, dieses Phantom hat die Männer getötet? Sie waren Händler, bekannt dafür, ihre Kunden zu betrügen. Sie erzielten Profit durch Betrug. Hat jemand für ihren Tod gebetet? Die Schreine quellen über vor Opfergaben für das Phantom. Sie bitten um blutige Vergeltung. Wie finde ich diese Schreine? Eine Handvoll Stroh und Blütenblätter werden verbrannt, um Rauch zu erzeugen, damit das Phantom die Gebete erhört. Seht zum Himmel auf, mein Herr. Seid vorsichtig. Die Menschen hier haben die Rolle eures Clans bei ihrem Untergang nicht vergessen. Das war vor langer Zeit. Nicht für sie. Hier!